Ihr, Jean Arlington. Zeugin, ihr habt Herrn Levictoires Brief in der Nacht des Verbrechens gestohlen. Teilt uns bitte mit, was stand in Ihrem Brief geschrieben? Ich weiß es nicht. Vorstellung. Ich weiß es nicht. Dieses Vorstellung. Das wird uns wieder keiner glauben. Ja, das ist so klar. Was? Ihr wisst es nicht? Ja, das leuchtet ein. Ich habe diesen Brief nie gelesen. Ich habe ihn einfach nur ausgetauscht. Aber ich verwahre ihn irgendwo. Nein, sie hat ihn verbrannt, wetten? Oder sie hat irgendwas anderes damit gemacht, aber... Und am Ende schraffieren sie jetzt die Seiten, weil das die nächsten Blätter auf dem Block waren. Dann sehen sie, was da stand. Ich habe den Brief gestohlen, das ist korrekt. Nein, sie schmeißen ihn ins... holen. Sie... genau. Sie schmeißen ihn in Wasser, damit sie rauskriegen, ob er überhaupt echt ist. Wenn er kaputt geht, war er echt. Wenn er nicht kaputt geht, ist es Hexerei und sie wird verbrannt. Zusammen mit Maya. Aber ich weiß nicht, was der Inhalt des Briefes war. Ihr meint, ihr habt ihn nicht gelesen? Ich brachte es nicht über mich, ihn zu lesen. Mir schien, wenn ich ihn gelesen hätte, wären alle Ereignisse, seit Herr Levictoire mein Leben gerettet hat, innerhalb einer Sekunde hinfällig geworden. Ich habe unzählige Male hervorgeholt. Ihn. Und in meinen Händen gehalten. Immer noch den Brief? Ich konnte einfach nicht. Er war einfach... zu groß! Zu groß! Miss Arlington, oder Frau Arlington? Sophie! Luke! Frau Arlington! Maya! SpongeBob! Phoenix! Das glaube ich aus meinem Blatt. Könnt ihr uns verraten, wo der Brief jetzt ist? Er ist hier. Oh. Ihr fühlt ihn mit euch? Wenn man euch durchsucht hätte, wäre alles aus gewesen. In jener Nacht, nachdem ich meinen Herrn getötet hatte, beschloss ich, weiter in seiner Residenz zu wohnen. Ich wusste, meine Identität würde früher oder später aufgedeckt werden. Und ich war bereit dafür. Für alles. Bis es soweit war. Dann war ich nicht mehr bereit. Beschloss ich, den Brief stets mit mir zu führen. Hohes Gericht. Ja, Zeugin? Dürfte ich euch bitten, diesen Brief hier vorzulesen? Das ist leider nicht möglich. Warum nicht? Ich kann nicht lesen. Ich kann nicht lesen. Nein, genau. Ach nee, und dann kommt so einer, hör auf, Robert! Bist du dumm? Robert! Ja. Hören Sie auf, Chef! Chef, der kann nicht lesen! Was? Und das habe ich die ganzen Jahre nicht gemerkt! In der Tat! In der Tat! Nun, da ich hier bin, an diesem Ort der Gerechtigkeit, bin ich endlich bereit zu hören, was mein Herr in seinen letzten Schatunden schrieb. Schatunden schrieb. Frau Arlington. Das sagt er alleine. Okay. Ich denke, ihr solltet die Person sein, die ihn vorliest. Ich? Aber ich finde, der Phoenix passt auch nicht so, oder? Nee. Den würde ich nicht im Anime haben wollen, tut mir leid. Aber genauso wenig mich, aber was soll man machen? Mich nehmen. Levictoire schrieb diesen Brief an den Schöpfer, während er sich auf seinen Tod vorbereitete. Oder vielleicht, wenn er anders sprechen würde, dann ja. Ich denke, dass es richtig wäre, wenn ihr seine letzten Worte vortragt. Ja, ich denke, das würde doch vielleicht passen. Ich habe eh nur den ersten Satz gehört und seitdem höre ich nichts mehr, aus welchem Grund auch immer. So. Ich verstehe. Ihr habt recht. In Ordnung. Bitte erlaubt mir, den Brief vorzulesen. Nein! Darfst du nicht.
mein treuer Freund. Ich hoffe, du kannst mir vergeben, diese Welt aus eigenem Antrieb verlassen zu wollen. Ich fasste diesen Entschluss, nachdem ich jenen unseligen Glockenturm in Flammen gehüllt plötzlich auftauchen sah. Wieso liest denn das jetzt plötzlich doch der Richter? Der Richter? Ja, die Stimme ist auf einmal zum Richter geworden. Ich wette, die hatten einfach nicht genug Sprecher und haben Victoire mit dem Richter besetzt. Das kann natürlich sein, ja. Ich höre es leider nicht. Ein Zeichen, dass wir die Götter selbst verärgert hatten. Meine Taten sind unverzeihlich. Ich werde ihnen niemals entkommen können. In den letzten Tagen dachte ich, dass es womöglich am besten sei, alles aufzudecken. Das Geheimnis dieser Stadt, die Wahrheit über die Hexen. Natürlich ist mir bewusst, dass gewisse Geheimnisse bewahrt werden müssen. Doch ich bin dieser Welt müde geworden. Ich fürchte, ich kann dieses Geheimnis nicht länger bewahren. Ich habe lediglich zwei Sorgen. Die erste gilt meiner Tochter. Es schmerzt, sie allein in dieser Welt zurückzulassen, obwohl sie meiner wohl nicht als Vater gedenken wird. Eine Tochter. Eine Tochter. Eine Tochter? Ja. Mir war nicht gewahr, dass Herr de Victoire eine Tochter hatte. Oh. Herr de Victoire scheint eine Menge über diese Stadt gewusst zu haben. Das Geheimnis der Stadt und die Wahrheit über die Hexe. Die Wahrheit über die Hexe? Irgendwie glaube ich nicht, dass er damit Frau Erlington gemeint hat. Die zweite Sorge, die mir schweren Kummer bereitet, ist, dass Jean dann ganz auf sich allein gestellt sein wird. Zu sehen, wie sie trotz ihres Schicksals zu einer starken und redlichen Person wurde, hat mein Herz mit Hoffnung erfüllt. Eben brachte sie mir wie üblich mein allabendliches Getränk. Doch dieses wird mein letztes sein. Es gibt so viele Dinge, die ich ihr sagen wollte. Doch mehr als ein Danke kam ihr nicht über die Lippen. Sie ist ein sehr schlaues Mädchen. Hätte ich mehr gesagt, sie hätte etwas geahnt. Nenn mich eigennützig. Doch ich wünsche nicht, dass ihre letzte Erinnerung an mich eine traurige ist. Tja, hast du nur versaut. Meister, Herr de Victoire. Auch wenn das Schicksal, welches diese Stadt für sie bereithielt, bislang ein Martyrium war, so hoffe ich von ganzem Herzen, dass ihre Geschichte von nun an eine wundervolle sein wird. Ich werde ihr meine Residenz vermachen. Und ich möchte, dass du dich um sie kümmerst. Ach, nun ist die Zeit gekommen, meine Feder niederzulegen. Mein lieber Freund, was ich wirklich zum Ausdruck bringen will, ist zu komplex, um es in Worte fassen zu können. Ich hoffe, du wirst eines Tages verstehen. Doch einstweilen sage ich dir, lebe wohl. Es ist Zeit für mich, Abschied zu nehmen. Das Spiel ist ab 6! Es darf nicht ab 6 sein! Das gibt's doch nicht. Ich meine, das ist jetzt wirklich... Warum ist das Spiel ab 6? In Weil wahrscheinlich USK? Die Prüfstelle einfach gesagt hat, schau mal, bunte, lustige Comicfiguren, die in einer Fantasiewelt leben. Es fließt kein Blut, es kann ab 6 freigegeben werden. Da floss Blut. Das war Blut. Stimmt. Es war Selbstmord. Aber sie dachten ja, es wäre Tomatensaft. Deswegen ist es ab 6 freigegeben. Die haben gar nicht so weit gespielt. Oh. Wahrscheinlich. Das denke ich mir wirklich oft. Wie manche Einstufungen zustande kommen, anders kann man sich das gar nicht erklären. Au! Dieser Brief. Oh, jetzt geht's weiter. Es war keine Anprangerung, dass ich eine Hexe bin. Herr de Victoire war um euch besorgt, bis zu seinem letzten Atemzug. Ja, wie konnte ich das vergessen? Irgendwie hatte ich es schon immer geahnt. Nur, warum habe ich... Wie konnte ich ihm das antun?
Sie ist immer noch eine Hexe. Verbrennt sie! Frau Erlington. Sophie. Luke. Phoenix. Hohes Gericht. Ja. Irgendwie sieht auf. Das ist euer Begehr. Ach Mann, du hättest jetzt mitspielen müssen. Inquisitor Flamberg. Was so, ist euer Begehr? Das warst du schon. Nein, nicht ganz. Okay, also. Ich denke, es ist an der Zeit. Hexenverbrennung! Barbecue! Wer will ein Stück Lende? Oh oh. Für den Schuldspruch. Schuldspruch? Die Inquisition zieht die Anklage gegen Maya Faye zurück. Und klatscht Jean Erlington an, eine Hexe zu sein. Au! Alle Beweise untermauern diese Anschuldigung und sogar sie selbst gesteht ihre Schuld ein. Somit verlangt die Inquisition, dass die Hexe schuldig gesprochen und sofort bestraft wird. Der will was ganz anderes machen. Nicht so schnell, Inquisitor Flamberg. Was wollt ihr denn nun schon wieder, Herr Blaurock? Zugegeben, Miss Erlington hat versucht, Herrn de Victoire zu erwürgen. Doch zu diesem Zeitpunkt hatte er schon ein tödliches Gift eingenommen und war tot. Aber sie ist immer noch eine Hexe. Deshalb hat sie sich nicht des Mordes schuldig gemacht, aber eine Hexe zu sein. Ja, das ist richtig, kommt jetzt. Und noch etwas. Es war auch nicht Miss Erlington, die Professor Layton in Gold verwandelt hat. Am Tatort war noch eine weitere Hexe. Die Angeklagte Maya hat sie ebenfalls gesehen. Oder zum Mitschreiben: Miss Erlington hat niemanden getötet. Das hat er auch nie behauptet. Ist richtig. Ja, sie hat niemanden getötet, aber wir wollen sie immer noch verbrennen. Darf sein. Maya! Phoenix! Joey! Luke! Wisst ihr überhaupt, wie sich... Ach, Joey, jetzt ist aber auch mal gut. Wisst ihr überhaupt, wie es sich an... Das Problem ist, wenn wir abends aufnehmen, ich komme ja immer so 5 Minuten vorher nach Hause erst. Ja. Du kommst und ja normalerweise, so wenn ich nach Hause komme... Ich komme ja so 5 Minuten vorher erst. 5 Minuten vorher. Genau. Damit ich möglichst frisch bin. Nein. Und normalerweise, wenn ich nach Hause komme, dann will Joey erstmal Aufmerksamkeit so eine halbe Stunde. Wenn er die nicht kriegt, ist er angepisst. Den ganzen Abend. Oh. Naja. Naja. Dann ist das halt so. Morgen wieder. Oder jetzt dann, wenn wir fertig sind. Ja. Wisst ihr überhaupt, wie es sich anfühlt, in diesen Käfig gesteckt zu werden? Das ist echt geil. Es fühlt sich an, als wäre man ganz allein. Und es ist super beängstigend. Ich bin keine Hexe. Aber ich wurde in diesen Käfig gesteckt und für fast... Was ist denn heute? Und fast für etwas verurteilt, was ich nicht getan habe. Und jetzt wollt ihr das gleiche einem anderen Menschen antun. Das ist einfach falsch. Ich glaube, wenn unsere Maya gut ankommt, dann müssen wir die mal mit einladen in unsere Aufnahme. Von mir aus? Oder wäre das schlimm, wenn Maya dann... Nö. Nee? Gut. Kann dann gleich sämtliche Frauen übernehmen oder auch... Ja, theoretisch. Hauptsache ich darf mein Flammenberg behalten. Ja, dein Flammenberg darfst du natürlich behalten. Und also, Luke. Und dein Luke, auf jeden Fall. Luke kriegst du immer. Weißt du, was Flamberg jetzt sagen wird? Ne? Keine Sorge, sie wird nicht lange in diesem Käfig stecken. Oh, das ist genauso fies. War das alles, was ihr zu sagen hattet? Im Unrecht bin nicht ich, sondern ihr, werter Herr Blaurock. Ob die Hexe nun ein Verbrechen begangen hat oder nicht, ist vollkommen irrelevant. Ich sag's ja! Dies ist das Hexengericht. Alle Hexen müssen durch Feuer bestraft werden. Aber das ist wahnsinnig. Das ist Labyrinthia! Aufwand gedacht.